Wenn Sie eine Holdinggesellschaft gründen, hat die die Rechtsform der GmbH oder der UG. Da haben Sie jede Menge Steuervorteile mit, aber Sie haben auch Kosten. Und darüber reden wir jetzt. Wie ist der Vergleich zwischen Kosten und Steuervorteil? Wie funktioniert es, ein Holding zu gründen? Welches Stammkapital brauchen wir? Wie ist es beim Notar? Und wie genau funktioniert das? Bleiben Sie dran, erkläre ich Ihnen jetzt. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaft. Dies ist nun Grund und Anlass, heute mit Ihnen über die Holdinggesellschaft zu sprechen, insbesondere die Frage zu klären, lohnt sich eine Holdinggesellschaft auch für Sie? Was sind die Steuervorteile? Was ist der Gründungsaufwand? Was kostet das alles? Ja, wie viel Stammkapital brauchen wir? Wie funktioniert das? Eine Holdinggesellschaft ist ja nun eine Kapitalgesellschaft, in der Regel eine GmbH, die leer ist und die nur Holding, wie das Wort schon sagt, zu Englisch, haltend, ja, also andere Beteiligungen an anderen Gesellschaften hält. Was das genau ist, das habe ich bereits in einem Video erklärt, das verlinke ich Ihnen hier oben. Ja. Da ist auch erklärt, dass die großen zwei Steuervorteile nun mal darin bestehen, dass Dividenden von einer Tochter GmbH zur Holding zu 95% steuerfrei sind und viel wichtiger, wenn die Mutter GmbH die Tochter GmbH verkauft, auch auf diesen Gewinn nur 1,5% Steuern anfallen. Ja? Das Video ist hier oben. Klicken Sie auf das i, dann sehen Sie, welches Video gemeint ist. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Also wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben oder ein Unternehmen gründen, das Sie groß machen wollen und das als Privatperson verkaufen würden, würden da etwa so knapp 30% Steuern für anfallen. Mit einer Holding ist die Steuerbelastung nur 1,5%. Der Steuervorteil ist natürlich damit erheblich. Jetzt könnte man zwischen der operativen GmbH und Ihnen privat eine Holding GmbH positionieren. Das kann eine Holding sein, es kann aber auch eine UG, eine Unternehmergesellschaft sein. Das hat natürlich einen erheblichen Steuervorteil. Nachteil ist aber, wir müssen eine zusätzliche Gesellschaft gründen und die zusätzliche Gesellschaft verursacht Gründungskosten und sie verursacht auch laufende Kosten, IHK, Buchhaltungskosten, Abschlusskosten, Veröffentlichungskosten und so weiter und so fort. Fangen wir mal mit den Gründungskosten an. Ja, bei einer GmbH müssen Sie eigentlich 25.000 Stammkapital aufbringen. Da reicht es aber, wenn Sie bei der Gründung 12.500 einbringen. Das heißt, Sie als Privatperson überweisen 12.500 in die Holding. Danach gründet die Holding die operative GmbH. In der operativen GmbH müssen eigentlich wieder 25.000 sein, aber auch hier reichen ja erstmal die Hälfte des Stammkapitals, 12.500. Diese 12.500 von der operativen Gesellschaft müssen überwiesen werden von der Holding. Und das können die gleichen 12.500 sein, die Sie als Privatperson schon eingelegt haben. Also verfahren wie folgt. Sie überweisen 12.500 in die Holding GmbH und die Holding überweist diese 12.500 anschließend in die operative Gesellschaft. Das ist nicht schlimm, weil die Holding GmbH hat ja dann einen Vermögensgegenstand, nämlich die Beteiligung an der Tochtergesellschaft, die eben 12.500 wert ist, sodass wir die Holding nicht entreichert haben, sondern da 12.500 wert behalten haben. Die operative Gesellschaft nimmt diese 12.500 dann und kann davon leben, arbeiten, Geschäftsführergehälter zahlen, investieren und so weiter und so fort. Das Geld muss ja jetzt nicht irgendwo speziell geparkt sein. Gründungskosten aktuell beim Notar ca. 570 € plus 170 € Handelsregister, nochmal 130 Handelsregisteranmeldung. Roundabout reden wir hier über 900 €, die Sie eine GmbH-Gründung kostet, sowohl für den Notar als auch für die Handelsregistereintragung. Wenn Sie jetzt natürlich zwei GmbHs gründen, die Holding und die operative, entstehen die 900 € natürlich doppelt. Ja? Wenn Sie eine UG gründen, sind die Kosten natürlich deutlich geringer, weil die Gegenstandswerte geringer sind. Ja, das geht auch, den Steuervorteil bekommen Sie ja natürlich auch für die UG. Die laufende Buchhaltung für so eine UG, wenn es eine Mini-Mini-UG ist, irgendwo 1.000 € aufwärts im Jahr. Wenn es eine GmbH ist, ein bisschen höhere Gegenstandswerte, 2.000 € aufwärts im Jahr. Und diese laufenden Kosten müssen Sie halt kalkulieren mit den Gründungskosten zusammen und vergleichen, ob die Gründungskosten von 900 und die Buchhaltungskosten von 1.000 oder von 2.000 bei einer GmbH auf die Jahre deutlich weniger sind als den Steuervorteil, den Sie mit einer Holding generieren. Wie funktioniert nun die Gründung? Naja, Sie gehen erst zum Notar, gründen die Holding GmbH, legen Stammkapital ein, warten ab, bis die im Handelsregister eingetragen ist und danach gehen Sie wieder zum Notar und gründen die operative Gesellschaft. Also relativ einfach das Szenario. Bis Sie mit dem Szenario durch sind, sollten Sie schon so 6 bis 8 Wochen einplanen. Warum? Sie entscheiden sich heute, eine Holdingstruktur zu gründen, bereiten das vor. In 2 Wochen gibt es den ersten Notartermin. 2 Wochen später ist die erste Gesellschaft eingetragen beim Handelsregister. Sie nehmen dann den zweiten Notartermin in Anspruch. Ja, dauert nochmal 2 Wochen, bis die zweite Gesellschaft dann auch eingetragen ist. Gehen nochmal 2 Wochen ins Land, in der Summe 6 bis 8 Wochen.
Ja, unsere Kanzlei hat einen Standort in Köln und einen Standort in Bonn. Wir haben uns darauf spezialisiert, Sie vollumfänglich zu beraten, das heißt sowohl bei der Gründung beider Gesellschaften als auch bei der langfristigen laufenden Finanzbuchhaltung, Abschlusserstellung und Steuererklärungen. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie gerne einmal an. Die Kontaktdaten blende ich jetzt Ihnen hier ein. Machen wir einen Beratungstermin zusammen. Ich freue mich. Rufen Sie einmal durch.